Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warbands. Ja, wir haben das letzte Mal, ja, knapp die Story weitergemacht. Haben einfach ein paar Probleme, weil ich das erste Mal überhaupt auf, zum Beispiel hier auf Leicht spiele und ich bin ja nicht so der Taktikfuchs und der es gerne mag, richtig hart oder so. Ich spiele auf normal, also ja, hier nicht. Schaden an Freunden möchte ich nicht auf normal oder leicht haben. Spielerschaden, ja, ist zu schwer für mich noch. Wenn wir dann stärker sind, könnten wir das machen. Und hier ist okay. Gut, also genau so wie ich es momentan eigentlich auch will. So, also wir haben eine stark verwundete Monika Basler und oh, schon 11 Ansehen. Gut, gehen wir mal noch kurz rein und gehen in die Schenke. Hallo, ja, hier ist nur eine Leibgarde, Landsknechtreiter. Der Schankwirt hat nichts zu sagen. Ja, am besten möchte ich jetzt bald noch eine Zweihandwaffe kaufen, aber wir haben fast kein Geld. Ja. Na gut. Wir werden jetzt mal Banditen angreifen. Wir müssen unbedingt leveln. So, gehen wir mal zu diesem Banditenlager hier drüben. Gut. Ja. Da haben wir mal Steppenbanditen, die uns... Ja, okay, nicht folgen. Gut. Also es ist sehr schwer bei den Kanatkergiten anzufangen. Und deshalb... Ich habe keine Chance. Zahlt uns 15 Dinare. Gut. Aber wir haben trotzdem keine Chance. Wo sind denn die Leute? Da ist auch noch ein Bandit. Wir können nichts machen. Können wir warten? 4 Dinare pro Nacht. Ist ja am Ende. Das Problem ist einfach, Cannot Care Git kann irgendwie nicht gegen die anrichten. Das ist heftig. Ich folge jetzt denen. Da sind wir mehr sicher, das in einer Stadt. So. Gut, da sind sie schon wieder weg. Ich hoffe aber, sie bleiben weg. Das ist richtig taktisch am Anfang. Also, das Spiel ist ja immer schon. Am Anfang eigentlich schwer. Bis der Mann dann alle Ausrüstungen zu Truppen hat. So haben wir keine Chance. Wo sind denn die Banditen, wenn man sie braucht? Wir haben nur Steppenbanditen. Da haben wir irgendwie keine Chance. Weil Nahkämpfer einfach gegen Reiter nicht so gut viel ausrichten können. Gehen wir mal zum Dorfzentrum. Oh. Zwar ein bisschen kahl hier, aber schön. Gut, da haben wir da der Dorf. Wo ist der? Wo ist der da Dorf? Hallo. Na? Nix. Wir haben keinen Dorfältesten. Er ist entflohen.
Er wollte nicht mehr leben. Na gut, keine Ahnung. Ich hab das Spiel nicht mehr immer alles noch im Kopf. Da drinnen? Nee. Da oben, ja, da oben. Das schaue ich doch nicht hin. Wie setzt man sich wieder hin? Hallo. Ah. Genau, man muss noch anvisieren, das Pferd. So, jetzt. Ich will eine Aufgabe. Okay, wir haben eine Truppe Banditen. Kampfkunst lernt. Das könnte ich machen, ist halt ein bisschen zeitraubend, aber... So, Feinde. Da hat zwei im Sinne Gelegenheit. Shop angreifen würde, wenn ihr 10 Dinar zahlen könntet für jeden Ausrüstungsgegenstand. Wäre das für euch in Ordnung? Pff. Nein. Wir haben genug. Jetzt muss ich einfach. Ja, aber ich muss. Muss ich das von außen? Ja, von außen. Gut. 11 Stunden. Gut. Was? Kura wird belagert. Okay. Okay, beginnt den Übungskampf. Oh je. Oh, Sex, ey. Ich will lieber meine Frau anschauen. Hey. Ja, bist du schon tot? Das geht doch mal gar nicht, ey. Von einer Frau niederwalzen lassen. Nachdem ihr euren letzten Gegner geschlagen habt, erklärt ihr den Bauern, wie sie sich gegen solchen Angriff besser verteidigen können. Hoffentlich nehmen sie sich diese Erfahrung zu Herzen und werden beim nächsten Mal vorbereitet sein. Gut. Ja, bildet die Bauern aus. So viel. Okay. Solche Gegner sind natürlich einfach. Ja, das haben wir schon gelesen. Gut. Und weiter geht's. So, früher Reichtum, neue Reichtum. Nur noch 20er. Oh, ich brauche unbedingt das Geld. Wir haben Minus. Bald. Ach Mann, seid ihr schwach. Ich wollte jetzt wirklich mal ein bisschen ihn treffen lassen, aber... Ah, der daneben. Oder er ist einfach nicht weit genug nach vorne. Gut. Also vom Let's Play her, werde ich bei den Kanatkägen immer bleiben. Werde aber Truppen holen von den anderen Dingen, weil ja, ich brauche dann schon eigentlich erlebte Truppen. Also vor allem die Ritter von den Swadien, swadische Ritter. Und vielleicht noch die sarmatischen Teile, irgendwas. Ritter einfach. Ja, und eventuell dann für die Burgen die Huskars und die Bogenschützen von den Vegiers. Vielleicht noch ein paar Lanzenträger von den Rodoks.
Aber das alles, wenn es soweit ist. Also, wir können schon ein bisschen die Zeit verschwenden mit solchen Dingen. Missionen. Aber ich bringe ja im Let's Play sehr viel Abwechslung, deshalb mache ich natürlich nicht immer solche Missionen. Einfach dort, wo es Blauch hat. Da wird niemand mehr hier das Dorf angreifen, bis ich hier alle besiegt habe. Einzeln. Spätestens die Quest und viel mehr. Glaube ich. Da habe ich das in einer anderen Mission verwechselt, aber. Ah, jetzt kommen die Banditen. Also ihr euch für die Vorführung der Ausbildung bereit macht, kommt ein Wärter aus dem Dorf unter Alarmgeschrei herbeigerannt. Die Banditen wurden am Horizont gesichtet. Beim scharfen Ritt nach Dashbingba. Der Älteste bittet euch inständig, sie mit eurer neuen ausgebildeten Miliz anzugreifen. Macht euch bereit zum Kampf. Ja, werden wir. Aber ich will ohne Pferd. Haben wir die Kiste irgendwo noch? Nö. Gut. Da haben wir schon mal so einen Banditen. Ich gehe lieber hier von unten hin. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich muss die unterstützen. Hey, Blöder hinter mir hat mir geblockt. Viel zu viel Schaden, nee, da habe ich so eine schlechte Rüstung. Shit. Das kenne ich gar nicht so. Wieso haben wir eigentlich die die Besichtkarte nicht? Ich weiß nicht, wie man die Karte anmacht, aber ich dachte, man hatte immer irgendwas gesehen. Ja. Nein. Ja, die Steuerung ist halt scheiße. Ich hoffe, bei Bannerlords ist dann die Steuerung viel, viel besser. Gut. Haben wir das auch geschafft. Verluste, 2 getötet, okay, Bauern haben wir verloren, aber die Banden sind geschlagen, die wenigen noch übrig gebliebenen nehmen aus Furcht vor den Bauern und ihren neuen Helden die Beine in die Hand. Die Dörfler nennen das diese Tortur, nennen nach dieser Tortur nur noch wenige ihr eigen, bieten euch aber aus Dankbarkeit alles an, was sie haben. Nehmt es, es steht euch zu. Weist das Angebot zurück, sie brauchen es dringender als ihr. Also, wenn man Ding bekommt man wahrscheinlich Items und vielleicht ein bisschen Gold. Und sonst bekommt man Ehre, glaube ich. Wir nehmen das untere. Auch wenn wir Geld bräuchten. Und ja, gewinnt an Ehre und das Verhältnis. Ich glaube, wenn man Geld nimmt, bekommt man das Verhältnis nicht so gut oder gar nicht über. Jetzt haben wir so unten 3, haben wir jetzt 10 Bevölkerung, wie sie uns mögen. Jetzt können wir auch mal schauen, ob wir hier könnten ein Brot kaufen, aber wir haben zu wenig Geld. Ja. Also verlassen wir mal das Ding und müssen unbedingt mal einen Banditen angreifen. Ob das ist ein Steppenbanditenlager, hä? Ja, wir müssen ein bisschen weiter weg. Irgendwo muss es doch Banditen geben. Aber nicht bei den Steppenbanditen. Gehen wir mal zum Dorf zurück. So, ich muss mal kurz schauen an. Ist das Anmerkungen? Spiellog.
Mal kurz schauen, was passiert ist. Ja. Es ist jetzt nichts Aufregendes passiert. So. Dann gehen wir mal nach Derik Aban. Schauen uns mal dort an, was wir da für eine Quest haben. So. Wer da? Ja. Aufgabe. Oh, Mann, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Keine Aufgabe. Geht's noch. Jetzt gehen wir zu diesem Dorf. Noch kurz speichern als P3. So. In Toolbook gehen wir wieder ins Dorfzentrum. Aber zuerst kurz schauen, was er handelt. Oh. Okay. Müssen wir die angreifen? Haben wir noch kurz etwas vor. So, Verstärkung ist eingetroffen. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir die abklotzen können hier. Aber Bogen haben wir auch noch nicht. Das könnte ich jetzt gebrauchen. Gut. Läuft gut. Banditen sind nicht so stark. Aber ich muss aufpassen. Sein Schlag macht weh mit einem Hammer. Gut. Oh. Einer ist gestorben von uns. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Eure Verlust 3 getötet. Oh. Was ist denn los? In einer Heldenlieder inspirierende Schlacht vertreibt ihr und eure Männer die Banditen aus dem Dorf und bringt ihm wieder Frieden und Sicherheit. Die Dörfler haben nach diesem schweren Prüfung nur noch wenig mit ihrem Besitz, aber sie bietet euch alles an, was sie finden können. Weist das Angebot auch zurück. So. Ja, wir bekommen einfach nicht genug Geld. So. Dafür haben wir auch viel Beliebtheit in diesem Dorf gewonnen. Wir sind einfach zu nett. Dieses Dorf ist ja mal mega unpraktisch. Ja. Also eben so Banditendings ist mega unpraktisch. Wenn wir es alleine verteidigen, ist es natürlich auch sehr lohnenswert, so zu verteidigen. So. Aufgaben. Okay, die haben nichts mehr. Feinde? Nein. Du wirst nichts kaufen, so. Gut. Ja, mal kurz speichern, nur so. Ja. Wie kommen wir jetzt an Geld? Ja, das müssen wir dann im nächsten Part herausfinden. Vielleicht einfach einmal das annehmen, was uns zusteht. Und ja. Okay,
Aber gefällt mir sehr. Ah, ich liebe einfach meinen Blitz. Bis zum nächsten Part. Euer Draco Basel. Tschüss.